Hallo zusammen, hier ist wieder euer Papa E mit einem kurzen Video zur ersten Inbetriebnahme des neuen Samsung Galaxy S5. Gibt's schon öfter auf YouTube, aber noch nicht von mir und deshalb hier nun. Zuerst werde ich einmal die umfangreichen Schutzmechanismen Folien abziehen. Greift sich angenehm. Dass das schwarz sein soll, kann man nicht wirklich verstehen. Ich finde, es sieht eher aus wie grau. Vielleicht ist es im Film aber gar nicht zu sehen. Dann eine Schutzfolie für das Display. Und noch eine Schutzfolie am Akku, am Lautsprecher, der bei diesem Telefon ja relativ klein ausfällt. Ja, so sieht es aus. Und spiegelt sehr schön, man kann sich also auch drin sehen. Ihr jetzt nicht, aber das liegt an der Kameraeinstellung. Dazu gibt es den Akku, der noch aus seiner Verpackung befreit werden muss. Das ist hier mit einer Klebelasche gesichert, die ich aber heute schlecht in der Lage bin zu öffnen. So, nun ist auch das gelungen. Da ist also der Akku. Da liegt immer noch das Plättchen vom Lautsprecher und macht Spiegelpunkte. So. Ja, das Telefon sieht so aus. Hier der Home-Button, hier der Zurück-Button, hier der Menü-Button, wie in Android 4.4 üblich. Kamera, Infrarotknopf, Laut-Leise-Regler, rückwärtige Kamera, Blitz, Herzfrequenzsensor, Lautsprecher. Und ja, das ist so im Wesentlichen das hier unten noch unter der Abdeckung der USB-Port. Und hier oben als wichtiger Punkt für manche Menschen, für mich jetzt nicht so, der Kopfhöreranschluss. Ja, wie ich dieses Käppchen jetzt abziehe, habe ich noch nicht gelesen, aber hier ist eine kleine Lücke. Ich denke, dass es da funktioniert. Ja. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Hier sieht man auch, warum es IP67 zertifiziert ist, also wasserdicht und staubdicht. Hier ist eine feine Dichtung eingelegt, die den Innenbereich des Telefons schützen wird. Ich lege den Akku jetzt einfach mal ein und schaue mal, was passiert. Es ist noch keine SIM-Karte drin und auch noch keine Speichererweiterung. Vielleicht lasse ich es sogar erstmal zu und schalte einfach mal ein. Da das nicht geht, gehe ich davon aus, dass entweder der Akku ungeladen ist oder dass das Cover geschlossen sein muss, um die Wasserdichtigkeit herzustellen, also um den richtigen Betrieb zu gewährleisten. Probieren wir das mal. Nächster Versuch. Geht trotzdem nicht. Dann denke ich, dass der Akku ungeladen bei mir ankam. Nein, der Deckel ist noch nicht richtig drauf. Vielleicht liegt es auch da dran. Das muss ich jetzt erst noch mal rundherum nachschauen. Nächster Versuch. Daran liegt es nicht. Vielleicht ist dieses kleine Schalterchen noch... Ja, das ist der Einschalter. Ich hatte das vorher nicht gelesen, habe einfach mal probiert, wie man das so macht als Papa E. Schicker Startbildschirm. Hier das Android-Logo, das seit einiger Zeit von Google gefordert auf jedem Android-System am Anfang mit startet. Ja, hier kann ich mich jetzt durch das Menü hangeln und Deutsch für Deutschland eingeben als Sprache, die Eingabehilfe kann ich hier noch einstellen, aber ich kann auch direkt auf Starten gehen. SIM-Karte einlegen. Keine SIM-Karte eingelegt. Ich tippe einfach mal auf Weiter.
Ja, hier sucht das Smartphone nach WLAN-Verbindung, hat meinen DSLR-Controller gefunden, mit dem ich gesteuert über mein Tablet die Kamera bediene und unseren WLAN-Adapter. Es geht weiter. Automatisch Datum und Uhrzeit stellen möchte ich, automatisch die Zeitzone wechseln möchte ich, dann dem Lizenzvertrag für die Software zustimmen, da gibt es wohl keine andere Wahl, der Information, ob Samsung meine Nutzerdaten irgendwie nutzen darf, um ihr Produkt zu verbessern, möchte ich erstmal nicht, nein danke, und weiter. Haben Sie ein Google-Konto? Das habe ich, aber ich möchte das jetzt hier nicht öffentlich eingeben, deshalb gehe ich jetzt mal auf Ja und mache aber die weitere Bedienung erstmal intern. Inzwischen bin ich ein bisschen weitergekommen, habe mich mit meinem Google Plus Konto angemeldet und so ist dann die Oberfläche. Alles weitere habe ich noch nicht eingestellt, einfach nur, dass ich mal los telefonieren kann, wenn ich das will. Wobei die SIM-Karte immer noch nicht drin ist. In mein heimisches WLAN-Netz bin ich jetzt auch eingeloggt, das heißt, der Teil funktioniert und ja, sieht so ganz nett aus. Funktioniert und mein Magazine möchte, dass ich mich anmelde, will ich aber alles nicht. Das gucke ich mir in Ruhe an. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem was gebracht. Ich lasse euch jetzt alleine und wünsche, viel gelernt zu haben. Euer Papa E.